Die neuesten Erkenntnisse gehen in Richtung einer psychischen Vorerkrankung, die schon vermutlich auch dokumentierterweise dass sie in Behandlung gewesen ist. Mhm. Deshalb beantragt die Staatsanwaltschaft da jetzt ja auch nicht nur eine Unterbringung in der U-Haft, sondern in einer forensischen Abteilung, eine vorläufige Unterbringung. Das kommt eigentlich der U-Haft dann gleich. Ermittelt wird natürlich wegen Doppelmordes, und es stellt sich dabei auch die, es ist eine Wahnsinnsflut an Informationen, die momentan da auf uns einfassen, und sie sind alle wirklich schrecklich. Es ist für alle Beteiligten eine ganz, ganz heftige Geschichte, zeigt so kleine Kinder und eine Mutter, die eigentlich die Person, die sie am meisten vertrauen, die sie im Swimmingpool ertränkt. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist, ich habe auch jetzt noch auf ihrem Facebook-Profil, habe ich noch gesehen, vom März von einer der Töchter, ein Bild mit 1000 Herzeln, die sie gezeichnet hat für ihre Mama und Papa, und mit so einem Vertrauen dann quasi in die Hände, in diesem Zeitpunkt absurden Situation in der Früh, dass die Mutter dann, also man mag sich das nicht vorstellen, leider ist das Ganze auch tatsächlich von einer Videokamera aufgenommen, weil dieser Pool ist überwacht, damit die Kinder normalerweise nicht ertrinken. Ja? Also ist er wieder überwacht, und der dürfte alles aufgenommen haben. Der Vater der Kinder hat von der Mutter selbst von der Tat erfahren? Ja, die Mutter, muss man vielleicht auch einmal dazu sagen, es ist ein Neubaugebiet in Absdorf, wo neue kleine Vorstadtvillen, Einfamilienhäuser gebaut werden, alle mit Swimmingpool, so ein bisschen am Feld, und zumeist fremdfinanziert, was vermutlich in dieser Geschichte auch eine wesentliche Rolle spielen wird. Die Finanzierung und die Sorgen, die mit dem Geld gekommen sind, die diese Vorerkrankung der Frau möglicherweise eskalieren ließ, weil sie sagte im Verhör, sie hat sie nicht mehr ausgesehen, auch mit der Rückzahlung der Kredite und Geldsorgen. Sie ist eine ausgebildete Krankenschwester, die dann später eine Ausbildung zur Logopädin gemacht hat, auch jetzt eine logopädische Praxis in ihrem Haus hatte, aber mit dieser Selbstständigkeit da offensichtlich auch große finanzielle Probleme hatte. Und das dürfte sich in einem Gemenge mit der psychischen Geschichte oder den Problemen, die sie sonst hatte, dürfte einfach eskaliert sein, was dann von der Polizei als Ausnahmesituation beschrieben wird. Ja. Der Vater der Kinder hat ja dann die Polizei verständigt, und die Kinder wurden dann nur noch tot aufgefunden. Nee, das muss man sich mal vorstellen. Du bist in der Früh gestern die Arbeit oder bist eingetreten und plötzlich läuft das Telefon und deine Frau sagt dir am Telefon, ich habe jetzt die Kinder umgebracht und jetzt fahre ich gegen einen Baum. Tschüss. Legt auf. Naja, und wenn er weiß, dass sie eh ein bisschen schwierig ist und eigentlich möglicherweise, oder wie es jetzt aussieht, tatsächlich auch schon in ärztlicher Behandlung war, dann weiß der sofort, was geschlagen hat. Ne? Also, und mit dieser Situation muss er jetzt leben. Und das, ich meine, da gibt es jetzt natürlich viele Leute, die sagen, was sie für Leben gehabt haben, wenn der Mann sie nicht helfen konnte. Der Mann kann, also wenn man sich das anschaut, hat er vermutlich auch schon seit längerer Zeit Probleme gehabt, die Situation zu verstehen, zu beherrschen. Es ist, wenn einmal die Krankheit in einer Familie überhand nimmt, dann ist es für alle Beteiligten schwierig. Jetzt wird noch weiter ermittelt, oder ist für die Polizei, nachdem auch die Frau die Daten zugegeben hat, alles klar? Naja, es wird weiter ermittelt. Natürlich, es wird jetzt einmal ein Gutachter bestellt werden, der schaut, ob dieser Eindruck, der da entstanden ist, beziehungsweise diese Unterlagen oder diese, was sich halt einfach da jetzt in einen psychischen Ausnahmezustand da zusammengefunden hat, ob das stimmt. Ne? Da muss er, konkret genommen, wird sich ein Gutachter anschauen, ob die Frau zurechnungsfähig war.